Ja, was soll man mit diesen Daten heute anfangen? Mit diesen US-Arbeitsmarktdaten wieder mal viel, viel besser als erwartet. Der 14. Monat in Folge, dass diese Daten besser ausfallen als erwartet. Und die Frage ist, was hat das jetzt für Auswirkungen auf die US-Notenbank Fed? Die wird vielleicht abwarten, nochmal die Inflationsdaten am 13. Juni. Aber das ist natürlich schon ein gewisses Problem. Allerdings werfen diese Arbeitsmarktdaten wieder mal Fragen auf. Die wollen wir uns auch gleich mal anschauen. Zunächst die Zahl 309. 39.000, viel, viel besser als erwartet. Erwartung so 190.000. Interessant, Arbeitslosenquote steigt auf 3,7 von 3,4% und die Stundenlöhne, naja, so ein Tick in der Erwartung bis leicht unter der Erwartung. Labor Force Participation 62,6%. Aber hier sehen wir mal die Erwartung der Analysten hier in dieser linken Spalte. Non-Farm Payrolls, die lagen, naja, so zwischen 175 und maximal 235.000. Also diese 339.000 ist natürlich schon mal wieder eine dicke Abweichung, die 14. in Folge nach oben. Aber es gibt doch einige Fragezeichen. Da haben wir zum Beispiel dieses Burst-Death-Model der Fed, also ein Modell, das in den späten 80er Jahren erfunden wurde, um irgendwie zu erfassen, wie viele Firmen pleite gehen, wie viele Firmen neu entstehen. Und alleine dieses Modell hat mal 231.000 Stellen dazugefügt. Wir sehen auch, der Household Survey gibt ja zwei Umfragen, einmal telefonische Umfrage unter Amerikanern. Und auf der anderen Seite werden Firmen befragt. Diese Firmenbefragung ist die offizielle neue Stellenzahl sozusagen. Und diese Household Survey läuft dann als Unterkategorie mit. Da sind 310.000 Stellen verloren gegangen. Also irgendwie so ein bisschen widersprüchlich die ganze Geschichte. Teilzeitstellen 220.000 weniger als zuvor. Also mehr Festangestellte offenkundig. Und hier sehen wir mal diese Arbeitslosenquote, die sehr stark gestiegen ist von 3,4 auf 3,7. Ein solcher Spike nach oben kündigt etwas an, sagte Sven Hendrik, nämlich, dass da langsam früher oder später auch die ganze Geschichte am Arbeitsmarkt ankommen wird. Der Arbeitsmarkt, ein nachlaufender Indikator. Was wird die Fed machen? Der war ja doch sehr kritisch, dieser Arbeitsmarktbericht. Und Nick Timiraos, das Mouthpiece der Fed, der Fed-Flüsterer, der sagt, naja, der war natürlich sehr, sehr stark, aber der Lohndruck hat ein bisschen nachgelassen und wir sehen in der Arbeitslosenquote U3 doch einen sehr, sehr starken Anstieg. Schwierig für die Fed, also die Sache ist ein bisschen unklar. Wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt im Juni die Zinsen angehoben werden, ein bisschen gestiegen ist, nicht deutlich. 28,7%, also nach wie vor gehen die Märkte davon aus, dass da im Juni nichts passiert, aber für den Juli eine Wahrscheinlichkeit von fast 2/3, also das scheint sozusagen dann der Termin zu sein, wie die Fed ja gesagt hat, wir skippen vielleicht jetzt im Juni, aber im Juli dürfte das dann weitergehen, aber da ist natürlich noch eine Menge Daten zuvor. Und alle Welt geht natürlich in Tech-Aktien, wir sehen hier 8,7 Milliarden Dollar sind da reingegangen, schauen Sie sich das mal an. Das ist diese KI-Manie, die derzeit hier stattfindet, unglaublich, was da passiert. Wir wollen alle dabei sein. Die 10 größten Aktien im S&P 500, also diese Tech-Aktien, machen inzwischen 34% der Marktkapitalisierung aus. Wir haben jetzt das höchste Call-Put-Ratio seit März 2022, also seit über einem Jahr. Viel Calls, wenig Puts, man hat also keine Angst. Auf der anderen Seite hier ein Barometer, das interessant ist, der Skew. Das ist sozusagen ein Instrument, mit dem man sich gegen ganz krasse Bewegungen absichert. Hier sehen wir, das geht massiv nach oben. Also da fürchten einige doch, dass da vielleicht ein bisschen zu viel Ruhe am Markt ist, zu viel Complacency dabei ist. Hier sehen wir mal den VIX unter die Marke von 15 gefallen. Das erste Mal seit dem Jahr 2021. Und hier sehen wir den Nasdaq von Sven Hendrik. Wir sind über dem Bollinger Band. Wir sind 20% über dem 200-Tages-Durchschnitt. Ja, das ist natürlich ein super cooler Kaufzeitpunkt. Normalerweise mittelfristig. Hier sehen wir, wie weit wir da über dem Bollinger Band sind. Und das ist die Realität dieser Big Tech Stocks, nämlich Earnings Growth negativ. Also da ist natürlich viel Preis. Exhaustion dabei, also die Preise sind weiter gestiegen, das Geschäftsmodell wirft allerdings nicht mehr ab als zuvor, im Gegenteil, es geht sogar leicht nach unten. Kommen wir abschließend noch zu einigen anderen Sachen, hier mal interessant die Population Estimates von der UN, da wird China maßgeblich verlieren, wie soll dann China eigentlich eine
globale Währung bereitstellen, wenn man immer weniger wird. Klar, die Chinesen sind dann immer noch viel mehr als die Amerikaner im Jahr 2021, aber die Gesellschaft altert extrem und jetzt ist es so, dass derzeit extreme Wetterbedingungen sind, totale Hitze und Dürre in Landesteilen und in anderen Landesteilen extrem starke Niederschläge, Klimawandel. Fragezeichen, das ist gleich die erste Empfehlung eines Artikels, die ich Ihnen geben möchte. Die Chinesen wollen offenkundig jetzt mit Maßnahmen den so angeschlagenen Immobilienmarkt auch stimulieren. Und kommen wir mal nach Deutschland. Deutschland ist in der Rezession. Der Pfad zeigt steil nach unten, wie die Wirtschaftswoche hier schreibt. Und man verspricht uns dennoch ein grünes Wirtschaftswunder. Das ist vielleicht eine Illusion und die Leute, die diese Illusion bezahlen müssen über die Energierechnung, das sind meistens eben diejenigen am stärksten betroffen über Inflation, über Energiekosten, die es sich am wenigsten leisten können. Dementsprechend legt die AfD stark zu. Das ist sozusagen die Partei, die für offenkundig diese ganzen Unzufriedenen kanalisieren kann, zumal Habeck jetzt die Kohlekraftwerke im Winter doch wieder anschaut. Will oder bereits stillgelegte wieder praktisch anwerfen will, weil sonst möglicherweise ein Problem mit der Stromversorgung bestehen würde. Das wiederum bedeutet, dass wir noch mehr CO2 in die Luft pusten. Hier, da ist die Reihenfolge falsch gewesen, hier sehen wir das, 18%, damit die AfD gleich auf mit der SPD, das muss man sich mal vorstellen, das ist natürlich echt der Hammer, finde ich. Das ist letztendlich die Quittung vor allem für diese Energiepolitik. Und jetzt mein zweitbester Freund Marcello Fraccherino, der sagt, naja, die Inflation wird dauerhaft hoch bleiben. Jener Marcel Fratscher, der gesagt hat, Inflation ist überhaupt kein Problem, macht euch keine Sorgen. Jetzt sagt er, die wird dauerhaft hoch bleiben. Also müsse die EZB das Inflationsziel anheben. Uiuiuiui, das ist natürlich harter Tobak. Das ist hier mit diesem Artikel die zweite Empfehlung. Also China und Klimawandel, die erste Empfehlung. Die zweite, Marcello Fraccherino. Und ich empfehle mich jetzt ins Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag. Bis dann, servus, ciao.